Hallo und herzlich willkommen zur Fastlane Prediction 2019. Es ist die dritte Vorhersage, Preview, Prediction, wie auch immer man es nennen mag, die ich dieses Jahr mache. Und ich freue mich darauf. Und ich habe ja gesagt, ich möchte gerne die Pay-Per-Views, so wie sie dieses Jahr fallen, machen. Jetzt ist es so gekommen, dass ich in der letzten Woche im Urlaub war. Und deshalb wäre es heute ein bisschen kurzfristig gewesen. Und ich habe mir da was anderes überlegt. Und vor allen Dingen, weil Fastlane ja auch nur so ein Zwischending, so ein Zwischen-Pay-Per-View ist, zwischen Royal Rumble beziehungsweise Elimination Chamber und dem Großereignis im nächsten Monat, WrestleMania, habe ich mir gedacht, dass ich dann das Ganze mal auf einem anderen Weg probiere. Und ihr könnt ja mir gerne mal schreiben, wie ihr das so findet. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal mit der Prediction für Fastlane. Wir beginnen mit der Kickoff-Show. Und da haben wir heute zwei Matches. Zum einen haben wir The New Day in Form von Big E und Xavier Woods. Ich denke, dass die beiden hier zusammen antreten. Einfach nur, einerseits wurde Kofi ja aus dem Main Event gestrichen. Andererseits denke ich, dass der dann irgendwie am Ringrand mit dabei sein wird. Allerdings nicht direkt im Match. Und die beiden treten an gegen das Team, bestehend aus Rusev und Shinsuke Nakamura. Und ich denke, Kofi wird auch hier nicht Teil des Teams sein, aus dem einfachen Grund, weil ich glaube, dass hier Rusev und Nakamura das Ding gewinnen. Die Heels gehen hier over, holen sich den Sieg, die können sie dann auch mehr gebrauchen, glaube ich, als The New Day und gewinnen hier wahrscheinlich in einem relativ kurzen Match in der Kickoff-Show. Denn wir haben hier noch ein zweites Match, ein Einzelmatch, ein Match, was wir schon das ein oder andere Mal in den letzten Wochen gesehen haben. Wir haben Rey Mysterio gegen Andrade. Und hier wird ja gemunkelt, dass die beiden ja in näherer Zukunft ein Tag-Team gründen könnten. Und ich hoffe einfach, weil eben dieses Match auch aus dem Nichts gegriffen wurde. Es wurde einfach so gesagt, puff, fertig, aus, die beiden haben jetzt nochmal ein Match. Und ich glaube einfach, dass hier in diesem Match Andrade gewinnt, denn der kann den Sieg, denke ich, auch besser gebrauchen als ein Rey Mysterio. Einfach auch, weil Mysterio die jungen Talente hier ein bisschen mehr overbringen kann. Und in dem Falle kann das Andrade hier sehr gut gebrauchen und ihm wird das viel mehr helfen als ein Sieg Mysterios an dieser Stelle und vor allen Dingen in der Kickoff-Show. Darum gehe ich hier mit Andrade und sage, der wird das Ding hier gewinnen. Dann geht's weiter mit der eigentlichen Main-Show und die hat so ziemlich viele Tag-Team-Matches inbegriffen. Und zwar fangen wir auch mit einem Tag-Team-Match an, und zwar um die Raw Tag-Team Championship. The Revival in Form von Scott Dawson und Dash Rider treffen auf Aleister Black und Ricochet, die beiden Newcomer aus NXT. Und die beiden haben hier den Platz, soweit ich das gehört und verstanden habe, von Tommaso Ciampa und Johnny Gargano eingenommen, die eigentlich hier für diesen Spot geplant waren, allerdings durch die Verletzung von Tommaso Ciampa wurde daraus nichts und Aleister Black und Ricochet haben somit dann diese Position der 1-1 eingenommen. Aber das war noch nicht das letzte Team, was an diesem Match beteiligt ist, denn es kommen noch Bobby Roode und Chad Gable, ehemalige Raw Tag Team Champions. Und mein Tipp für dieses Match hier sind die Revival. Warum gehe ich hier mit der Revival? Aleister Black und Ricochet sind noch nicht so lange im Main Roster, dass ich glaube, dass sie bereits diesen Titel hier verdient hätten. Und vor allen Dingen, weil auch der Spot gar nicht für sie
gedacht war. Und ich denke nicht, dass sie dann, oder dass Tommaso Ciampa und Johnny Gargano an dieser Stelle die Titel gewonnen hätten, eben weil sie auch noch Titelträger bei NXT waren. Deshalb wird auch hier der Titel nicht an die Neuankömmlinge gewechselt. Außerdem denke ich auch, dass Raw noch nicht die finale Show der beiden sein wird. Es könnte auch sein, dass sie bei SmackDown eingesetzt werden. Eben dieser Platz ist noch nicht sicher, deshalb wird der Titel nicht an sie gehen. Bobby Roode und Chad Gable sind in diesem Match, denke ich, auch nur da, damit The Revival einen von diesen beiden pinnen kann. Chad Gable als eigentlich ganz guter Tag-Team-Wrestler, genauso wie Bobby Roode, glaube ich nicht, dass die hier sich die Titel nochmal zurückholen. Und die beiden wurden zusammengewürfelt, Black und Ricochet wurden zusammengewürfelt. Die Revival, das einzig wirkliches Tag-Team hier, wird das Ganze gewinnen und mit den Gürteln, mit dem Titel zu WrestleMania fahren. Wenn wir schon mal bei Tag Team Matches sind, dann machen wir das gleich weiter mit dem SmackDown Tag Team Championship Match zwischen den Usos, Jimmy und Jay gegen The Miz und Shane McMahon. Diese Geschichte hier dreht sich eigentlich nicht um die SmackDown Tag Team Championships und auch nicht um die Usos. Es geht hier einzig und allein um die Geschichte von The Miz und Shane McMahon zu erzählen. Denn die beiden waren ja seit dem Saudi-Arabien-Event eigentlich immer so in einem Hin und Her. The Miz hat zwei Drittel dieses Turniers für sich entscheiden können. Shane McMahon staubte quasi den letzten Sieg dann auch noch ab. Und The Miz hat ihn lange bequatschen können, dass sie dann das Greatest Tag Team gründen und vor allen Dingen die SmackDown Tag Team Championship auch noch aus heiterem Himmel für sich holen konnten. Diese Regentschaft hat nicht lange gedauert, das alles ging in gut 2 Monaten vom Zusammenschluss über den Gewinn bis hin zum Verlust über die Bühne. Und nun gibt es ja quasi keine automatische Rückmatch-Klausel, aber Shane gehört zur McMahon-Familie und kann da somit entscheiden, dass es hier das Rückmatch gibt. Und ich glaube, sie verlieren es wieder. Die Usos gewinnen hier an dieser Stelle, denn es wird die Geschichte, wie gesagt, schon zwischen The Miz und Shane McMahon erzählt. Die beiden werden hier wahrscheinlich durch einen Einroller oder sowas verlieren an The Miz, davon gehe ich aus. Shane McMahon wird ihn für diese Niederlage verantwortlich machen. Und es gibt vielleicht sogar eine Sneaky Attack dann im Nachhinein. Und das Ganze geht dann zu einem Singles-Match der beiden eben gegeneinander auf die größte Bühne auf WrestleMania. Deshalb bleibt der Sieg hier bei den Usos. The Miz und Shane McMahon verlieren das Ding. Wir bleiben bei SmackDown, gehen aber zu der Frauendivision SmackDown Women's Championship Match. Wir haben die Championess Asuka gegen Mandy Rose. Auch hier ist Mandy Rose nur als Übergangsgegner für die ansonsten ja relativ selten vorhandene Asuka vorgesehen. So glaube ich das, das ist meine Meinung. Und darum besteht ja auch kein Zweifel, dass Asuka am Ende hier gewinnt und Mandy Rose als Verlierer wieder den Ring verlässt. Ein Titelwechsel würde für mich auch an dieser Stelle absolut keinen Sinn machen. Einfach fehlt hier der Aufbau. Asuka ist auch kaum im Ring, in den Weeklies zu sehen, sodass hier ein Titelwechsel keine Rolle spielt, keinen Sinn ergibt. Und ich glaube aber, dass Lacey Evans hier eine gewisse Rolle spielen wird. Und sie wird wieder rauskommen, wird einen Weg nach unten gehen und wird einen Weg wieder nach oben gehen. Wird somit Mandy Rose irgendwie ablenken. Asuka kann das für sich nutzen. Asuka Lock, Aufgabe von Mandy Rose, Titelverteidigung hier von Asuka. Wir bleiben bei den Frauen, aber gehen zur WWE Women's Tag Team Championship, denn dieser Titel wird hier erstmals verteidigt bei einem Pay-Per-View. Und zwar von den aktuellen Champions der Boston Hard Connection in Form von Sasha Banks und Bayley. Und diese treten an gegen Nia Jax und Tamina. Auch hier schnelle Sache. Ich gehe
mit der Boston-Hack-Connection, denn hier fehlt einfach der Aufbau für Nia Jax und Tamina. Klar, sie werden wieder von den Kommentatoren als die Gefährlichen, die ja haushohen Favoriten erklärt. Aber das sind sie nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass hier Sascha und Bayley ganz gut fungieren und interagieren und auch gut als Tag-Team zurechtkommen und werden hier sich den Sieg gegen Nia Jax und Tamina holen. Auch hier fehlt einfach mal der Aufbau. Und Titelwechsel, weil er eben erst beim letzten Pay-Per-View überhaupt ausgetragen oder ausgekämpft wurde und somit erstmals vergeben, glaube ich hier nicht, dass er hier sofort wieder den Halter wechselt. Und vielleicht sehen wir dann ja bei WrestleMania mal Match mit anderen Beteiligten, vielleicht ja mit WWE-Legenden, Hall of Famer, vielleicht Lita oder Trish Stratus oder sowas. Das wäre vielleicht ganz, ganz cool. Wir bleiben bei Tag Team Matches. Natürlich, dieser Pay-Per-View besteht fast nur aus Tag Team Matches und jetzt haben wir hier The Shield. Seth Rollins, Dean Ambrose und Roman Reigns und die treffen auf Drew McIntyre, Baron Corbin und Bobby Lashley. Dieses Match sehen wir zwar heute Nacht, aber hätten wir auch gut und gerne schon vor einem halben Jahr sehen können. Der Aufbau hier dazu ist eben genau schon so alt. Das sind dieselben Beteiligten wie vor einem halben Jahr, kurz vor der Leukämieerkrankung oder Bekanntwerden der Leukämieerkrankung von Roman Reigns. Deshalb wird an dieser Stelle das Match einfach mal wiederholt. The Shield womöglich in ihrem letzten Match, glaube ich aber nicht, dass sie das verlieren werden und gehen deshalb für mich als Sieger hervor. Am Ende glaube ich, das Finish wird folgendermaßen ablaufen. Roman Reigns zeigt den Superman Punch, zeigt an, danach den Spear gegen Baron Corbin, denn einfach glaube ich, dass Lashley und McIntyre hier in diesem Match nicht gepinnt werden und der Big Dog soll natürlich in seinem ersten Match nach seiner Erkrankung den Sieg für sein Team, für seine Gruppierung heimfahren und deshalb glaube ich, dass dieses Six-Man Tag Team Match genauso enden wird, dass The Shield am Ende nochmal die Fäuste zusammenstrecken und dieses womöglich letzte Match für sich entscheiden werden. Wir gehen nochmal über zu den Frauen. Und das hier hätte auch gut und gerne der Main Event sein können. Singles Match sollte Becky Lynch gewinnen, wird sie dem Raw Women's Championship Match bei WrestleMania hinzugefügt. Becky Lynch gegen Charlotte Flair. Und witzigerweise habe ich, das ist schon ein bisschen her, ich glaube, das war so kurz nach dem Royal Rumble, bei Instagram eine interessante Diskussion gehabt. Und da ging es genau darüber. Und ich habe gesagt, dass beim Fastlane Pay-Per-View sicher nochmal ein Match zwischen Becky Lynch und Charlotte Flair eingesetzt wird, allerdings mit der Stipulation genau umgedreht, dass wenn Charlotte gewinnen sollte, sie hinzugefügt würde. Und da hätte ich gesagt, wenn das so gewesen wäre, dass Charlotte hier overgeht und Becky Lynch besiegt. Jetzt haben wir aber diese Stipulation genau umgekehrt und das ist völliger Blödsinn meiner Meinung nach, denn Becky hat den Platz sicher. Sie hat das Women's Royal Rumble Match gewonnen und sollte somit sicher im Championship Match ihrer Wahl stehen. Und das ist hier nicht der Fall. Charlotte Flair hat ja diesen Spot bekommen und Becky Lynch muss ihn sich wieder zurückerobern. Ich gehe hier aber eindeutig, damit wir am Ende ein Triple Threat Match haben bei WrestleMania mit Becky Lynch. Den Sieg hat sie hier nötiger als Charlotte Flair, der ist für die Storyline notwendig. Und Becky Lynch gewinnt hier also dieses Match und ich hoffe dann auch bei WrestleMania den Raw Women's Championship, auch wenn beide eigentlich von SmackDown sind. Aber gut, sind zwei sehr starke Damen, die SmackDown hier an Raw verliert. Ich hoffe mal, dass dann beim anstehenden Superstar Shake-Up nach WrestleMania auch ein bisschen wieder zurück zu SmackDown kommt. Und dann fehlt nur noch ein einziges Match, der Main Event. Die WWE Championship steht hier im Mittelpunkt. The New Daniel Bryan trifft auf Kevin Owens. Eigentlich sollte ja an dieser Stelle Kofi Kingston sein, aber Vince McMahon hatte da
andere Dinge im Kopf und brachte schnell Kevin Owens wieder. Und ja, that's it. Das war der Aufbau. Kein großartiges Match, wie zum Beispiel wie es der Fall bei Kofi Kingston war, dass er ein exzellentes Elimination Chamber Match gezeigt hat oder dieses Gauntlet Match. Nein, er wurde von Vince McMahon eingesetzt und Vince McMahon hat hier das Sagen. Deshalb sehen wir dieses Match eben nicht bei WrestleMania mit einem gewissen Aufbau, sondern einfach so. Und aus diesem Grund sehe ich auch hier keinerlei für eine Verlust, einen Titelwechsel, sondern für die Titelverteidigung von Daniel Bryan. Der gewinnt hier, besiegt Kevin Owens, wenn auch vielleicht nicht fair, denn Eric Rowan wird in seiner Ecke stehen. Und darum glaube ich nicht, dass Daniel Bryan hier verliert. Er wird unfair gewinnen. Eventuell wird Kevin Owens dann nochmal wahrscheinlich ein Match mit Kofi Kingston haben, um dann den Herausforderer für WrestleMania zu ermitteln. Eventuell wird es wieder Kevin Owens sein, könnte aber auch Kofi Kingston werden. Das steht hier auf jeden Fall noch in den Sternen. So, das war von meiner Seite der Fastlane Pay-Per-View kurz mal durchgetippt. Mich würde gerne mal interessieren, was ihr so für Ideen habt, auch jetzt in Bezug auf WrestleMania. Schreibt es einfach mal unten in die Kommentare. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Viel Spaß heute beim Pay-Per-View. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal auch wieder mit richtiger WWE 2K19 Action. Und das Ganze dann auch richtig im Bild. Vielen Dank fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen wunderschönen restlichen Sonntag, Nachmittag und Abend. Viel Spaß beim Pay-Per-View. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.